mache ich das rein. Ich glaube, das setzt so. Richtig runter geht, oder? Da musst du richtig so rein und dann. Okay. Gastronomen aller Orten klagen über Lehrlingsmangel. Potenzielle Bewerber schreckt der Ton, der in vielen Küchen herrscht. Die Teller hier zu mir hinter in die Auffüllmaschine, da vorne bringen die mir halt gar nichts, ne? Nein, so habe ich es Ihnen nicht gezeigt. Konzentrieren, bemühen. Daniel, zack ich. Und der Ton, das ist zwar nicht immer schön, der Ton in der Küche, aber es ist so. Da muss er sich dran gewöhnen. Gastronomie ist kein Ponyhof. Und mir ist es scheißegal, du kennst mich, okay? Und ich kann die auch rausschmeißen, dass du Bescheid weißt. Ball flach halten und nicht frech werden. Das ist so, weißt du? Also, wenn ich es lernen will, dann gebe ich mir ja auch Mühe, oder? Ja. Das sieht aber hier nicht so ganz danach aus. Oktoberfeststimmung in München. Nicht nur auf der Wiesn, auch im Pschorr am Viktualienmarkt. Einen Monat zuvor ist Daniel Pannhirsch zur Ausbildung als Koch in dem urbayerischen Wirtshaus angetreten. An diesem Samstag hat er Frühschicht. So, Daniel, jetzt das erste Mal, wie sind wir denn heute geknöpft? Also erstmal ja, die Jacke. Bitte erst einmal ordentlich anziehen, weil hier fehlt der Knopf. Was ist das für eine Jacke? Passt die? Doch. Ist das Ihre? Ja, das ist meine. Sicher? Ja. Schürze rum. So, auf geht's. So, du rein mit dir. So, jetzt. Stelle, jetzt müsst ihr da nochmal durch, bitte. Wie besprochen, dass wir 6 Bleche Tomatenpärchen bitte haben. Jupp. Gleich abwürzen, Olivenöl, Salz. Ab mittags wird das Haus voll sein. Schon morgens ist Tempo in der Küche angesagt. Bitte 2 Hände nehmen, Sie haben 2 gesunde Hände. Drauf und ein bisschen verteilen. Und dass das ein bisschen schneller geht. Wir brauchen das Ganze nämlich um 11 Uhr. Da muss der ganze Posten stehen. Was halten Sie davon, wenn Sie das Ganze zu sich runternehmen? Und dann gehen wir vielleicht auch dahin, wo mehr Platz ist. Oder wir machen uns Platz. Hier am Ofen haben wir zum Beispiel Platz. Gehen Sie dahin. Blech so rüber. So, wenn es fertig ist, hinten abstellen, nächstes Blech. Hey. Das klappt so nicht. Unvoll? Jo. Das ist eh schon voll, das Blech. So, auch hier drüber stellen, nächstes Blech. Okay? Ruhig zu bleiben, nicht nervös zu werden, sind bisher die größten Herausforderungen. Oder mich nicht aus dem Konzept zu bringen lassen, sind bisher die 3 größten Aufgaben, wo ich noch dran arbeiten muss. So, dann machst du auch das eine Blech bitte. Jupp, mach ich. Und dann machen wir weiter. Jupp. Reicht es dann so, Herr Wohlschlager, oder mehr? Ja, da muss schon ein bisschen mehr Salz drauf. Nicht gar so zaghaft, da kann man wirklich schon so reinfahren und dann ordentlich hier drüber, ja? Aber vom Öl her reicht's so. Vom Öl her langt's, wunderbar. Gott. Daniel hatte früher schon einmal eine andere Ausbildung begonnen, als Kinderpfleger. Die Probezeit hatte er nicht überstanden. Jetzt versucht er sich als Koch. Okay. Sie schauen mal jetzt halt hier auf die Röstis. Haben Sie schon Bleche noch dafür, wo man es drauf tun? Nein, eins habe ich noch da. Hol ich noch schnell welche. Dann würde ich sagen, holen Sie gleich noch ein paar. Mhm. Und dann. Hol ich noch schnell welche. Moment, wie gesagt, es frisiert. Jo, ich beeile mich. Er sieht noch nicht so ganz den Ernst des Lebens. Für ihn ist das teilweise, kommt es mal vor, als wenn es ein großer Spielplatz ist. Und ja, macht er Spaß und hin und her. Er sieht noch nicht das Richtige, vom Kochen her. Da muss ich mal wirklich. Bitte. Es sind keine Bleche unten. Wenn ich jetzt runtergehe. Sie können nachschauen, es sind keine solche schmalen Bleche unten. Sie gehen dann in ein Kühlhaus rein. Mhm. Und ich wette mit Ihnen, das sind als Deckel welche drin. Ja, aber sollen die nicht als Deckel da bleiben? Nein, da tun wir dann eine Folie drüber. Aber wir brauchen jetzt hier die Bleche. Also oder wo sollen wir uns die hintun, die Reiberdatschen? Ja, gut, dann mache ich das. Ja, bitte. Gut. Der Azubi träumt davon, eines Tages selbst Küchenchef zu sein.
Ach, haben wir doch welche gefunden. Sehr gut. Röste runter, die Größe sehen Sie ja. Es gehen, alle neun gehen auf das Blech drauf, ja? Jo. Ins Hamburger Sterne-Restaurant Le Canard kommen weit weniger Gäste als in die Wirtschaft am Viktualienmarkt. Das macht den Stress in der Küche nicht kleiner. Jan-Philipp Kloesters ist Lehrling im Canard. Der 19-Jährige hat ein klares Ziel. Er will Deutschlands jüngster Sternekoch werden. Im Gourmet-Restaurant zu lernen heißt, von Beginn an kreativ zu sein. Jan-Philipp assistiert heute seinem Kollegen Roland Gregorius. Der soll ein Rezept entwickeln auf Basis von Wildlachs. Den hat Küchenchef Ali Güngermisch besorgt. Roland? Ja. Hier. Lachs. Ja, was machen wir da raus? Ja, hör mal zu, komm mit. Ja. Damit du weißt, um was es geht. Wir marinieren ihn roh. Oder wir machen Tartar. Tartar ist, glaube ich, besser, wenn heute ein bisschen mehr los ist. Das ist für Jan-Philipp auch einfacher dann. Ne? Wie machen wir den? Rote Beete kochen, entweder so eine Creme machen oder so Mousse. Also Mousse, also nicht jetzt mit Sahne drüber, sondern Creme, halt Püree. Vielleicht ein bisschen lässig abschmecken. Dann ein bisschen Apfelwürfel rein. Irgendwas mit Meerrettich. Meerrettich so fast, so Klassiker. Meerrettichbrot. Also Brotchips machen und dann so eine Meerrettichpaste und dann mit Pinsel draufschmieren. Ja, okay. Dann hast du was Knuspriges. Aber die können wir schon vorher vorschmieren. Also erst rösten und dann das schon draufschmieren. Nee, du kannst die vorschmieren. Das geht nicht. Du musst Alamüt machen. Also vorrösten, ja, aber dann nur noch zusammensetzen. Gut. Na? Ja, auch mal so. Machen. Und was haben wir dazu noch? Eine Suppe schön. Passt ja dann. Was haben wir für eine Suppe? Ich glaube, Hummer haben wir. Hummer, Kokos. Ich glaube schon. Ne? Passt doch. Machen wir doch so. Okay? Ja, okay. Ich zeig dir gleich, wie man das zerlegt. Ja. Wir machen das gleich gemeinsam. Mach dann, wenn du da fertig bist, am Arbeitsplatz, sagst du mir Bescheid. Dann machen wir das, damit wir vorwärts kommen. Ja, okay. Einen Michelin-Stern zu erkochen ist eine Sache, ihn zu verteidigen eine andere. Ein Sternekoch ständig unter Druck, etwas Neues zu kreieren. Druck, den der Chef an das Team weitergibt, auch an die Azubis. Wenn sie ein bisschen Druck haben, Druck meine ich ja jetzt nicht im Negativen, sondern Druck heißt ja auch, wenn ich sage, Jungs, komm, wir müssen mal was Neues ausprobieren. Und dann ist es ja auch schon leicht Druck, okay, ich muss was präsentieren. Das bringt sie nur nach vorne und sonst schlafen sie ein, sonst wird das alles zu monoton und dann sagen immer das Gleiche und dann ist das auch keine Motivation. Das ist ja für mich ja genauso. Und ein bisschen Druck schadet nicht und das bringt einen immer nach vorne. Als Sternekoch wird man nicht geboren. Der Weg dorthin ist lang, anstrengend, voller Entbehrungen. Und für Jan-Philipp Kloesters noch ziemlich weit. Ausbilder Ali Güngremisch erteilt dem Lehrling eine Lektion in Sachen Fischfiletieren. Gib mir mal einen Löffel bitte. Hast du einen Löffel? Ja, hier. Und bei Fisch, Fleisch, eigentlich fast beim allem. So wenig Abfall wie möglich. Und wenn du zum Beispiel sowas hast hier, ne, nimmst einen Löffel und gehst hier her und kratzt das Fleisch noch mal raus. Mhm, ne? Okay. Schau mal, wie viel du da noch hast. Ja. Da und von der anderen Seite genauso. Und dann hast du fast alles. Das könnte verwendet. Man doch jetzt noch mit fürs Tartar nehmen. Ne? Richtig, fürs Tartar kannst du es zum Beispiel machen. Du kannst es zum Beispiel auch eine Lachsfarce machen, okay. Ne? Solche Sachen machen. Oder du kannst auch zum Beispiel roh marinieren und auf dem Salat drauf tun. Ja, okay. Also, ne? Du weißt ja. Gut. Mülleimer und Energie sind unsere zwei größten Feinde. Ja. Ja? Okay? Das muss jedem bewusst sein. Ja, gut. So. Wer hierzulande ein Gourmet-Restaurant betreiben und damit Geld verdienen will, muss eine Mischung aus Handwerker, Kochkünstler und nicht zuletzt Geschäftsmann sein. Und eine gewisse Verrücktheit kann auch nicht schaden. Wichtig ist einfach, dass man das, was man macht, dass man es gerne macht und mit Herzblut macht. Und wenn das der Fall ist, dann kann man da auch weit kommen, denke ich. Also die Einstellung habe ich. Und du machst es mit Herzblut? Ich mache es mit Herzblut, doch. Noch. Nein, das hält hoffentlich lange an. Aber man muss auf jeden Fall schon irgendwie so einen kleinen Tick haben, ne? Dass man sagt, ich stelle mich dann jetzt in der Küche für wenig Geld und gebe da wirklich 100% Vollgas immer. Muss man schon so einen Knall haben irgendwo. Ne? Alles gut.
Mit Leidenschaft und Ehrgeiz hat es Kanalchef Günger Misch zum Sternekoch gebracht. Doch wer in der Spitzengastronomie erfolgreich sein will, braucht noch mehr. Vor allem ist Disziplin. Ich habe viele Kollegen erlebt, die mit mir in den ein, zwei Sterne-Restaurants waren, die eigentlich nach oben wollten, aber dann irgendwann doch das nicht gepackt haben, weil sie einfach mental das nicht gepackt haben oder auch nicht diszipliniert genug waren. Irgendwann haben sie dann angefangen, sind dann doch noch länger ausgegangen als wir. Und wenn du nicht diszipliniert bist und keine Leidenschaft hast, dann kommst du auch nicht vorwärts. Tisch 8, 2 Couvert, 2 Amüs, 2x 4 Gang. Suppe Puffy, danach Forelle Oktopus, danach 2x die Lende. Ausnahmezustand im Pschorr. Wenn Touristen aus aller Welt während des Oktoberfests München überfluten, arbeitet die Küchenmannschaft unter Hochdruck. Auch von Lehrling Daniel wird erwartet, dass er alles gibt. Daniel soll für Nachschub sorgen. Daniel? Ja. Viertel nach 12. Mhm. Gehst du das erste Mal hoch und fragst auf dem Sossier, wie es ausschaut mit Haxen, mit Schweinebraten. Okay. Und also danach alle Viertelstunde, ja? Okay, mache ich. In der Zwischenzeit fängst du hier an mit Schnittlauch schneiden. Okay. Das sind so 6 Kilo Schnittlauch. 6 Kilo? Ja. So. Jetzt du. Grober, ja? Ja. Wichtig ist, dass du den zusammen hast, ja? Und die Hände, und die Hand nie so legen, ja? Dann mach's so. Mach halt einfach so. Langsam. Okay. Aber dünn. Ja? Okay. Schnelligkeit, die Kopf oder Leine aus, du machst es. Genau. Dünn. Ja? Okay. So, bitte. Hallo? Hm? Dünn? Dünn? Das ist ja nicht dünn. Also, konzentrieren auf das, was man macht, und dann passiert sowas nicht. Ja? Mhm. So, das. Mhm. Nein. Jetzt vorsichtig. Kann. Nein. Das ist. Nee, nee, pass auf, du musst erstmal. Du musst schauen, dass du das erstmal hier irgendwie festhältst, ja? Mhm. Das kannst du nicht machen, wenn du es so drauflegst. Du musst es so halten, so. Da hast du hier, da kann okay. nichts passieren, gell? Und dann gehst du halt da runter. Jo. Also bis so viel reicht dann, oder? Ja, das heben wir mal auf. Von den Abschnitten, die sammeln wir, dann machen wir eine Schnittlauchsoße. Ja? Schnittlauchsoße, okay. So. So, wenn der Chef irgendwas vorzeigt, dann sieht es einfacher aus. Ich muss es einfach üben. Bist du eigentlich genauso gut, kannst halt wie der Chef. So besser? Nein, nein. Hm. Zieh das jetzt mal weg. Siehst du das? Jo. Du schneidest nicht durch. Das Messer ist zwar schon auch ein bisschen, ja? Aber jetzt liegt's auf. Und du machst es so. So. Okay. So. So. Du drückst es nicht durch, also hast du immer diese Fäden. Das können wir aber auch nicht nehmen, weil das wieder zu unterschiedlich ist. So, und jetzt ziehst du es. Da ist kein langer Faden dabei. Warum? Jo. Weil es durchdrücken. Okay. Beim Durchdrücken darauf achten, dass kein Finger dazwischen ist. Und wichtig ist auch das Messer, dass du das richtig in der Hand hast. Du musst es richtig halten. Du führst das Messer und das Messer führt nicht dich. Okay. Ja? Das ist für ihn ist das was ganz Tolles. Da kann er sich austoben und er lernt das. Sieht aber noch nicht so richtig gut aus, ne? Nee, sieht noch nicht so gut aus. Naja, es kommt vielleicht noch. Nach dem letzten Kilo Schnittlauch. Haben Sie Hoffnung? Die Hoffnung stirbt zum Schluss. da fehlt mir halt, wie gesagt, so diese Power. Ja? Und die braucht er für den Job. Ja. Machen wir hier weiter, schau. Da legst du jetzt hier die Hand drauf und jetzt wirklich durchschneiden. Ja? So, bitte. Er hat noch genügend Zeit zu üben. Ich hoffe, es wird irgendwann mal gelingen, weil sonst machen wir von 6 Kilo Schnittlauchsoße. Nee, ist schon wieder zu dick. Mhm. Schau mal hin.
Ja. Wie du das, und dein Messer geht so. So. So geht dein Messer, wenn du schneidest. Das muss aber so gehen. Mhm. Ja? Hier, das geht immer gerade. Ja? Okay. Also, zurück. Dahin. Holst du noch mal einen Einsatz, jo, bitte? Da können wir die Abschnitte gleich reinmachen. Holla, die Waldfee. Er schneidet los. Er müsste das doch sehen, dass es zu dick wird. Ja? Dass er dann nicht fragt von sich selber, ist da irgendwas mit dem Messer nicht in Ordnung? Halte ich das falsch? So. Jetzt machen wir es ganz einfach. Dann schneiden wir hier schon ab für dich. Und das tun wir hier rüber. Ja? Gut. So, die Hand ist zusammen. Ja? Okay. Nicht so. Du musst das hier halten können, ja? Okay? Gut. Genau. So. Und dann geht's wieder los. Auf ein neues. Du musst versuchen, dass du hier. Einfach so. Gerade runter und nicht. Dünn. Ja? Mhm. Stopp. Schau mal, wo dein Daumen ist. Den hättest du jetzt fast abgeschnitten. Dein Daumen war eben so. Okay. Weil du lachst. Wenn er ab ist, lachst du nicht mehr. Und ich auch nicht. Die Enden, die kannst du mal dann liegen lassen, ja? Mhm. Oder die schneide ich dann noch. Ja, die schneide ich dann nachher noch runter. Weil ich denke, so viel Schnittlauchsoße brauchen wir gar nicht, wenn wir heute da, glaube ich, zusammenkriegen. Ja? Okay. Während Daniel im Sutterer mit dem Schnittlauch kämpft, droht in der Gaststube der Kollaps. Italienisch, oder was ist das? Ja. Andiamo, auf geht's. 10, all together. 4, eh? Ja. Andiamo, gehen wir da hinten rein. Gehen wir auf 28, nehmen wir Tablett mit und tu abräumen. Schneller bewegen einfach. 3, 28, komm, auf geht's, hinter der Säule. Nein, da, Tanja. Oh nee, jetzt auch noch mit den Hüten da, bitte. Die kannst du nur hinten reinsetzen. Was ist das? Dreimal Italienisch, die kommen ganz hinten rein. Hallo. Auf geht's. Wo ist diese Tanja? Die schlage ich. Vorsicht, bitte. Schneller gehen, Tanja, nicht so langsam. Auf geht's. Herr Kaiser, das ist Ihr Tisch. Kommen Sie mit mir mit? Bitte, Sie sichern sich den Platz jetzt mal. Die nächste, was haben wir da? 2 Englisch. Die 2, bitte. 3-mal Deutsch. Setzen wir da unten rein. Wie geht's denn da in der Küche? Scheiße, dann ist es ja. Da bricht alles zusammen. Ich geh mal ein bisschen. Aber das sind halt einfach 600 Plätze. Das sind halt einfach 600 Plätze, da sind wir nicht ausgelegt dafür. Oben und unten und draußen. Ich glaube, dass wir nicht mehr können. Wir können nicht mehr als wir jetzt. Und drum, bevor wir alle auseinanderbrechen, habe ich jetzt Tische einfach geblockt, weil wirklich an den Tischen leer bleiben. Weil da drin bricht alles auseinander, hier bricht auseinander und die Leute kennen dich nie irgendwann. Das ist unglaublich. Und Samstag, Oktoberfest, Stadt voller Touristen und Wiesenbesucher. Natürlich gehen die in jede Stadt und dann bei dem Wetter natürlich haben wir draußen und herinnen und oben. Das ist einfach die Grenze des Machbaren. Dafür ist einfach die Küche auch nicht ausgelegt. Die Mitarbeiter, das läuft alles, aber sind am Anschlag. Wie viel geht da heute raus? Ja, das werden so zwischen 1800 und 2000 Essen sein. Und viel, viel Bier. Ja? Das ist ein bisschen zu groß. Und? Zu groß. Warum schneidest du es dann bis zum Ende? Gut, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Das ist so, weißt du? Also, wenn ich es lernen will, dann gebe ich mir ja auch Mühe, oder? Ja. Das sieht aber hier nicht so ganz danach aus. Das Problem ist bei dem Schnittlauch, der heißt Schnittlauch, weil er geschnitten werden muss. Ja? Und den kannst du nicht hacken. Also wenn er verschnitten ist, ist er verschnitten. Verstehst du? Jo. Wir früher hatten in der Schule so ein Wiegemesser, dass wir den so... Da wollte ich den Schnittlauch aber nicht sehen. Wiegemesser, Schnittlauch schneiden, habe ich noch nie gehört. Also sie hat gemeint... Gibt's die Lehrerin noch? Denke schon.
Soll ich mal vorbeikommen? Soll ich mal einen Einführungskurs machen? Gibt es dafür eigentlich auch ein spezielles Messer für sowas im Schnittlauch? Oder weil meinst du dafür, dass hier nicht so gut dafür ist, wie sie meinten? Ja, erstens mal ist es brutal stumpf. Ja? Okay. Es liegt natürlich flach auf, das muss ich dazu sagen. Ja? Hier, schau, wir probieren es mal. Aber es könnte sein, dass du mit dem besser zurechtkommst, weil es ja deins, ja? Ja, das meinst du. Und das werden wir jetzt mal gleich ausprobieren. Machen wir hier weiter, schau. Danke. Gut. Eine Etage höher wird im Staccato gebraten, gewürzt, angerichtet. Schon kleine Fehler würden hier zum Chaos führen. Einmal sauer braten, ein Rindergulasch. Abgerufen, zwei Pschorrsalat, zweimal Roulade. Anrichten. Wir machen weiter, zwei Salathändel, einmal Braumeister. Des Weiteren richten wir an, noch mal einen Schweinebraten. Schweinebraten klein, Sülze und die Hochrippe. Wir haben neu ein Kalbsgeschnetzeltes, einmal Haxe, Solo, Brotsuppe, Gulaschsuppe, einmal Pflanzerl, ein Wiener Schnitzel klein, zweimal Bierbratwurst, Pschorrsalat, einmal Bierbratwurst, einmal Nürnberger, ein Schweinebraten, neu Rinderhacksteak, Braumeister. Herr Wurstschlager, warum ist eigentlich der Daniel nicht hier oben? Also der Daniel ist unten, weil, wie gesagt, er ist im Geschäft noch nicht gewachsen. Es ist einfach zu viel für ihn noch. Und dazu braucht er mehr Übung und auch mehr Konzentration. Und wie gesagt, und da ist er noch nicht so weit. Was kann er denn besonders gut? Abgesehen vom Pause machen. Also, wie gesagt, er macht schon sein Ding, Vorbereitung. Er braucht halt einfach nur genügend Zeit dafür. Stopp. Wo sind wir denn wieder? Bitte darauf achten, dass es jetzt gleichmäßig wird, ja? Jupp. Ja? Ja. Immer wieder gleich macht das. Ja, immer wieder gleich. Der ist überhaupt nicht, dass man sieht, jetzt macht das richtig. Na, bitte. Brocken. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob es Desinteresse ist. So, Daniel, dann probieren wir es nochmal. Jo. Gut. Ja, das ist nicht so schnell. Langsam. 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 Du wirst wieder grob. Hallo. So gar nicht. Das liegt doch hier. Du kannst gar nicht dahin. Wenn das Messer hier auflegt, dann kann ich nicht so schneiden. Okay. Dann muss ich ja die Hand so halten. Und da du das nicht führst, dann hast du dann solche Kanten drin. Okay. Ja? Also. Pass auf, dieses Messer liegt hier. Ja? Ja. Nach einer Stunde lässt Küchenchef Wolfgang Schmidt Daniel mit dem Schnittlauchmassaker alleine. Der Chef wird woanders gebraucht. Ja. Hörst du auf? Ich bin gleich da. Ja, hab ich ja gerade, weil ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob die Größe so passt. Ein Lehrling am Schneidebrett, ratlos. Bringst du das mal bitte schnell hoch, à la carte? Jupp, mach ich. Hier, bitte. Okay. Eigentlich ist Kochen Teamarbeit, doch hat Daniel das Zeug zum Teamplayer? Daniel, wenn der nicht mehr so viele oben hat, dann schiebst du gleich noch mal zwei Bleche ab, ja? Zackig. Danke. Ich würde mal sagen, falsche Berufswahl. Weil er überhaupt nicht aufnahmefähig ist. Man kann ihm was 20 Mal sagen, er rafft's nicht. Er steht oben im à la carte, ab und zu darf er mittags mal mit hoch. Er hat, glaube ich, schon 150 Mal gesehen, wie man Schweinebraten anrichtet. Er weiß es nicht, was es ist. Er merkt sich's einfach überhaupt nicht. Ja. Und er hat keinen Ehrgeiz, würde ich sagen. An Ehrgeiz mangelt es dem Azubi im Hamburger Le Canard nicht. Jan-Philipp Kloisters ist heute fürs Amuse-Girl eingeteilt, den sogenannten Gruß aus der Küche.
Weißt du, was du dann gleich machen kannst? Schneidest du ein bisschen Schnittlauch fürs Lachsfatter. Ein bisschen was? Schnittlauch. Schnittlauch, ja. Okay. Jan Philipp soll Lachsnocken produzieren. Mühselige Präzisionsarbeit für den Möchtegern-Sternekoch. Das ist ganz easy, ist es nicht. Vor allen Dingen, man muss ja auch schauen, dass die alle gleich aussehen. Weil wenn die alle das gleiche Amüs kriegen und das geht halt an einen Tisch, dann ist es halt wichtig, dass es akkurat aussieht. Und ja, davon kann ich jetzt 70 Stück machen für heute Abend. Also das ist schon eine Aufgabe. Den Job hat sich Jan Philipp irgendwie anders vorgestellt. Ja, ist einfach scheiße. Aber ich meine, 70 Nocken zu machen, das kostet einfach Zeit. Ist eben so. Kann ich auch nichts sagen. Die Pause wird dann ja heute nicht so richtig lang, oder? Nee, das stimmt wohl. Eher kurz gehalten. Eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr. Es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, wo man sich dann immer so einen Scheiß anhören muss, wie jetzt das hier, aber ja, so what? Die Herstellung der Lachsnocken hat länger gedauert als geplant, erheblich länger. Jan Philipps Mittagspause verkürzt sich um die Hälfte. Der Lehrling fühlt sich vom Arbeitspensum im Gourmet-Restaurant zuweilen überfordert. Die Erwartungen, die kann man einfach nicht zu 100% erfüllen. Ich meine, wenn man erwartet, dass man 70 Nocken innerhalb von 10 Minuten abdreht, das ist einfach lächerlich und das wird jetzt noch nicht mal irgendwie ein Paul Bocuse schaffen und daher ist es, muss man sowas einfach auch nicht ernst nehmen und wenn man sowas immer ernst nimmt, dann hat man schon verloren. Also das ist das, deshalb habe ich mir angewöhnt, hier rein und da raus und nach dem Motto, if you don't like me, fuck you. Nicht weit von seinem Arbeitsplatz entfernt hat Jan Philipp eine Einzimmerwohnung gemietet. So richtig heimisch fühle ich mich hier nicht. Ich habe extra die Vorhänge im Motel One-Style gestylt, weil dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie im Hotel und habe nicht das Gefühl, dass ich hier ewig bin. Ist so ein kleiner Aufmunterer für mich immer, zu wissen, dass es halt wirklich nicht mehr so lange ist. An jedem freien Tag fährt der Azubi heim nach Münster. Hamburg heißt für ihn arbeiten und schlafen. In meinem Kühlschrank, der ist relativ leer. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Hier sind zwei Äpfel drin, Wasser, ein Bierchen. Und wir kriegen im Betrieb ja auch Personalessen, Abendessen und Frühstück. Und der Kühlschrank, der ist halt immer, nach Feierabend kommt man nicht wirklich mehr dazu, da irgendwie was zu essen und hat auch gar keinen Hunger mehr. Der erste Tag nach Weihnachten im Münchner Pschorr. Der Stress der Feiertage ist überstanden. Schon beginnt die Vorbereitung für die nächste heiße Phase, für den Jahreswechsel. An diesem 27. Dezember endet die viermonatige Probezeit von Lehrling Daniel. Ich bin seit 9 Uhr da, gell? Also jetzt muss mal langsam da oben was fertig werden, gell? Heute entscheidet sich, ob Daniels Vertrag verlängert wird. In der Berufsschule hat er unlängst die Zwischenprüfung bestanden. Ich bin eigentlich mit meinen jetzigen Noten recht zufrieden mit. Also ich hatte eine 4 da bekommen mal, die eine 5, sonst eine 3. Ja, sonst bin ich eigentlich recht zufrieden mit meinen Noten bisher. Wenn Daniel mit dem Kochmesser hantiert, ist Gefahr im Verzug. Seit 4 Monaten löst er Kruste vom Schweinebraten ab. Aber warum nur? So weiß ich auch noch nicht ganz so genau, habe ich auch noch nicht so genau hinterfragt für das. Was es jetzt genau ist, außer es halt irgendwie zum Ambiente ist, Deko. Also kannst du mir danach noch zeigen, wie die Röste nochmal gehen? Rosten? Also muss ich nachher machen. Gewisse Standardarbeiten sind dem Azubi noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Röstis, hast du das nicht schon mal gelernt irgendwann? Ich hab's schon mal gelernt, aber ich hab's wieder vergessen, wie es geht. Deswegen möchte ich es noch einmal sehen, dass ich mir wieder sicher bin, dass ich dann weiß, wie es geht. Nach 4 Monaten sollte man das doch eigentlich wissen, oder nicht? Ja, schon, aber ich hab sonst waren die immer schon viele vorbereitet, als ich gekommen bin.
Und das ist jetzt nach langer Zeit immer wieder mein erster Frühdienst. Und deswegen würde ich es einfach schon mal gerne sehen, dass ich sicher bin. Nicht, dass ich die dann irgendwie falsch mache und dann einer meint, ja, die sind zu klein oder sind zu lapprig. Deswegen einfach nochmal zuschauen und dann hoffe ich, passt es wieder. Lehrling Daniel ist sich sicher, nach bestandener Probezeit wird es weitergehen mit der Ausbildung. Für später hat er bereits Pläne. Und wie geht's jetzt weiter so für dich? Also wenn ich jetzt die Probezeit hier bestanden habe, erstmal freuen natürlich und dann halt einfach ganz normal weiterarbeiten die letzten Jahre, die Jahre noch. Und dann mich weiter umgucken, was es sonst noch so gibt, weil auf ewig hier will ich auch nicht sein, sondern auch mir mal ein bisschen andere Restaurantketten oder Wirtshäuser mal angucken und dann mal schauen. Unterdessen wurde im Wirtshaus Pschorr noch ein zusätzlicher Kochlehrling eingestellt, Max Baum. Max legt ein anderes Arbeitstempo vor als sein Kollege Daniel. Jeder Azubi ist ja halt eingeteilt in seine eigenen Posten. Und da muss er halt dann seine typischen Azubi-Postentätigkeiten machen, sage ich jetzt mal. Sülzenfleisch schneiden oder so. Das ist halt das Pech, wenn man der Azubi ist, weil da muss man das dann machen. Auch hier geht es manchmal laut und rau zu, aber das ist ja überall. Und das ist genau das, was ich halt haben wollte. Und da, deswegen bin ich ja auch hierher gekommen. Ich meine, ich hätte irgendwo hingehen können, wo die alle Händchen halten, aber da lernt man halt nicht so viel, gell? Weil man lernt es ja nur, wenn man jetzt in der Scheiße ist, so sagt man halt. Das ist halt hier manchmal echt der Fall. Und das ist auch schön. Und ist auch gut so. Max, wie lange hast du noch zu tun? Ja, das noch schneiden und das sollst du schon. Oder? Mhm. Gut. Wie das gemacht wird, weißt du, hast du eh schon gemacht. Aber nur vakuumieren, weil da ist eh noch genug da. Leicht vakuumieren, gell? Genau. Alles klar. Da. Gut. Ja, der Max, der macht einen ganz guten Eindruck. Der ist aufgeweckter, ist auch schon oben im à la carte mit drin, wo er auch, ich sage jetzt mal, Dessert und so weiter selber anrichten kann. Auch ein Gardemarché, was natürlich auch noch überwacht wird, aber trotzdem, er macht es, man kann sich auf ihn verlassen und er setzt es doch weitaus schneller um. Der Stress in der Küche schreckt Max nicht ab. Nervös wird er nur, wenn es irgendwo nicht so vorangeht, wie er möchte. Oh, dieser Aufzug, der macht mich wahnsinnig. Der Neuzugang ist 19 und als Lehrling die Idealbesetzung. Im Pschorr ist er everybody's darling. Der Max ist ein Naturtalent. Der würde auch in einem anderen Beruf wahrscheinlich erfolgreich sein, aber gerade deshalb, dass er sich für diesen Beruf entscheidet, ist ein Solitär. Ja. Kann man wirklich sowas, kriegt man nicht oft. Also ich habe noch keinen Lehrling gehabt, der so gute Grundvoraussetzungen, also menschlich und dann begeisterungsfähig, ja, und auch Niederschläge und auch, wenn es halt nicht so läuft, der kriegt genauso seine Anschiss oder wo er Fehler macht. Ja, aber der bricht nicht eine Welt zusammen, sondern sagt, auf geht's, wo ist die nächste Aufgabe, packen wir es wieder an. Also der hat ganz, ganz großes Potenzial. Dass Daniel ein auch nur annähernd vergleichbares Potenzial hat wie Max, bezweifeln seine Vorgesetzten. Er braucht für alles ein wenig länger. An diesem 27. Dezember hat er mittags einen Termin mit dem Chef. Für Daniel steht viel auf dem Spiel. So, Daniel, setzen wir uns da her. Wir zwei haben heute ein nicht so besonders schönes Gespräch vor uns. Okay. Wir werden die Ausbildung mit dir nicht fortsetzen. Okay. Ich habe natürlich da den schriftlichen Teil dazu. Aber ich nehme an, du möchtest vielleicht auch wissen, warum das so ist. Mhm.
nach so einer langen Zeit, wie du jetzt bei uns im Haus bist, kann man schon mal so grundsätzliche Dinge erkennen. Und ich weiß nicht, wie du es selber wahrnimmst für dich, aber eine wirkliche Hilfe bist du jetzt bei uns immer noch auf keinem Posten. Und ich sag mal, jede Woche ist ja eigentlich das Gleiche zu machen. Und eigentlich ist es nicht nur die Langsamkeit, sondern auch aus unserer Sicht, dass du das nicht verstehst, um was es geht. Wie siehst du denn das? Mir hat es schon Spaß gemacht, also verschiedene Sachen kennenzulernen. Aber bei manchen Sachen wurde halt, also kam mir auch der Druck halt von Kevin halt, manchmal von allem. Und ja. Du meinst der Druck von unserer Seite? Nein. Von den Ausbildern? Der Kevin hat mich halt auch manchmal total fertig gemacht. Ich glaube, dass halt, also wie du richtig sagst, der Druck, der in so einer Küche herrscht, auch der Leistungsdruck einfach sehr groß ist. Und das ist wie in einem Orchester, ja, es müssen alle mitspielen. Wenn eben in so einem Orchester einer sein Trompetensolo nicht beherrscht, dann ist das ganze, die ganze Aufführung nichts. Und so ist natürlich das ganze Orchester darauf angewiesen, dass jeder seine Part erfüllt. Und wir glauben einfach grundsätzlich, dass du diesem Druck, der in einer Küche herrscht, nicht gewachsen bist. Und dann ist es natürlich so, dass man unter Druck dann vielleicht auch noch mehr Fehler macht, ja, noch angespannter ist und letztendlich schlägt sich sowas ja auch aufs Gemüt, auf die Seele. Und das macht irgendwann krank. Und du musst ja in dem Beruf, in dem du täglich arbeiten sollst, und aufgehen und Erfüllung finden. Mhm. Und ich glaube aber, dass dir fast eines klar ist, dass das Koch nicht unbedingt dein Beruf sein wird, oder? Ja, also wir haben die Praktikums, mir hat jetzt bisher die Ausbildung hier sehr viel Freude gemacht immer. Und der Druck, meinst du, wie gehst du mit dem um? Also eigentlich kann ich ja mit Druck umgehen. Insgesamt das Umfeld Küche ist natürlich auch von einem rauen Ton geprägt. Wir sind keine Blumenbinder. Ja, ja. Das ist von euch auch eigentlich klar. Richtig. Und da musst du vielleicht den Betrieb finden, wo du sagst, okay, das hat den Rhythmus und auch, sagen wir, das Umfeld, das dir taugt. Aber für so einen stürmischen Betrieb wie hier mit einem so großen à la carte Geschäft, glaube ich, das taugt dir nicht. Ich gebe dir jetzt das Schreiben noch. Also ist dann sozusagen heute mein letzter Arbeitstag oder wie? Ist heute dein letzter Arbeitstag, du darfst dann nach Hause gehen. Willst du denn weiter in der Gastronomie bleiben? Auf jeden Fall. Mal schauen, wo. Aber irgendwo will ich auf jeden Fall bleiben. Das schaue ich schon. Mit Sicherheit irgendwo. War auf jeden Fall eine interessante, nette Zeit hier. Ich habe vieles mitgenommen. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Einfach neu Bewerbung schreiben für den 1.1. Mal schauen, vielleicht bin ich was. Und dann bin ich glücklich. Aber ich hoffe und bete auch, dass ich was finde. Ich frage mich bloß, wie ich das meine Mutter ist, dann nachher erklären soll. Mitarbeiter vor die Tür zu setzen, fällt Jürgen Lochbieler nie leicht. Er ist kein Hire-and-Fire-Boss. Doch manchmal hat er keine andere Wahl. Bei dem stimmt es hin und vorne, weil der hat ja die Niederungen des Berufslebens und auch der Lehre erst noch vor sich. Ja, jetzt ist er ja am Anfang der Lehre, wo er mit Samthandschuhen angefasst wird und wirklich man oft verzeiht, wenn Fehler passieren. Aber gerade auch für ihn die Durchstrecke nach 1,5 Jahren, wenn so mental für den Lehrling so ein bisschen die schwierige Phase kommt und sagt, oh, noch so lang und es ist schon so lang und da werden ihm der Fehler dann auch nicht mehr so verziehen und dann werden Anforderungen an ihn gestellt. Und wenn man jetzt schon sieht, dass der Druck offensichtlich, der gruppendynamische Druck schon so groß war, Katastrophe geworden, wenn das... Dann ist es zu spät. So hat er ja die Chance, sagt, okay, entweder er versucht es tatsächlich im gleichen Beruf noch mit einem anderen Betrieb, was nicht auszuschließen ist, oder er sagt halt, nein, okay, das ist nicht meine Welt, ich mache was anderes. Warum soll er dann ein Jahr in die falsche Richtung laufen? Also, mach's gut. Ja. Bin weg. Ciao, Michael. Ciao.
War nett mit dir. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Daniel. War nett, mit dir zu arbeiten. Kurz Chris von mir. Da musst du durch. Das sind alles Erfahrungswerte. Ja. Aber man muss das Ganze auch mal selber hinterfragen. Mhm. Ja? Wenn du das selber hinterfragst, dann merkst du auch, dass da auch von deiner Seite schon sehr, sehr große Mängel da sind. Mhm. Ich würde mir auch an deiner Stelle überlegen, nicht nochmal über ein anderes Berufsbild nachzuschauen, als jetzt sich nur auf Kopf zu versteigen. Ja. Habe ich mir dann überlegt, also zur Not nochmal auf Kinderpflegeschule bewerben oder sowas. Mal schauen. Irgendwas werde ich schon finden. Und wenn, ich komme vorbei und sage Ihnen Bescheid. Und dann sagst du Bescheid. Ja? Jo, mach okay, ich. Also danke, Herr Schmidt. Wir sehen uns. Alles Gute. Danke dir auch. Nun hat der Chef heute den Daniel nach Hause geschickt. Fehlt er jetzt irgendwie im Team? Nein, eigentlich nicht. Also wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, fehlt er nicht. Das Problem bei ihm ist halt gewesen, dass er sich sehr, sehr schlecht was merken konnte. Das ist natürlich dann auch für die anderen Leute oben ziemlich nervig auf Dauer gesehen, ja. Wenn er am 20. Mal noch nicht weiß, wo im Kühlhaus die Kiste steht, wo die Entenbrüste drin sind. Das sind lauter solche Sachen. Und dann, man kann nicht einfach nur die Tür aufmachen, kann reinrufen, hallo Schnitzel, und wenn es sich nicht meldet, dann ist es aus, ja. Also, das ist natürlich schon schlecht. Man muss auch immer dieses Konstrukt Team betrachten. Und das Team fängt halt irgendwann an, einfach zu sagen, ey, wir wollen nicht länger von so einem, ich sage jetzt mal fast Müllstein, um den Hals beladen sein. Ja? Weil wir haben ja eh schon genug gehabt, einen Job zu machen. Und da gibt es auch kein Vorwärtskommen. Und wenn da einfach nichts sichtbar ist, dann kann man nur die Reißleine ziehen, auch natürlich für ihn. Lehrzeit ohne Happy End. Doch Daniel will nicht aufgeben.